Hey Leute, ihr interessiert euch für DJI Avionox Motorsystem, dann seid ihr in dem Video genau richtig, denn wir haben das Ganze in einem M-Flow-Bike ausprobiert. DJI ist quasi, ihr kennt das alle, ist ein Drohnenhersteller für den privaten Bereich. Der größte, den es da überhaupt so gibt. Und DJI haben sich gedacht, wir machen jetzt auch ein Motorsystem für E-Bikes oder E-Mountainbikes, das Avionox Motorsystem. Wurde vorgestellt auf der Eurobike 2024 in Frankfurt und hat dort für, ich sag's mal ganz leise, für einen Impact gesorgt, wie was niemand erwartet hätte. Das war wirklich total krass, was da auf der Eurobike los war, rund um diesen Stand von DJI. Jeder wollte das M-Flow-Bike fahren, jeder wollte auf den Motor und irgendwie ist das Ganze jetzt in aller Munde. Wir sind das Ganze ausgiebig gefahren und ob das Motorsystem in 6M Lotto ist oder ob es mehr heiße Luft ist, erfahrt ihr hier bei uns. Passt mal auf. Prinzipiell muss man sagen, das DJI Avionox Motorsystem ist super, super, super modern. Ich sage mittlerweile ganz gern, das ist so Motortechnik 2.0. Ja, andere Sachen sind Motortechnik 1.0, aber das ist irgendwie, das ist Next Level. Wir haben ein 2 Zoll Touchscreen-Display, was wirklich so einfach funktioniert, wie man es vom Handy kennt, mit einer sehr intuitiven Bedienung. Man hat 2 Remote-Einheiten. Warum das keiner vorher gemacht hat, ich weiß es nicht. Also links schaltet man die Modi rauf runter, rechts kann man durch die Screen swipen und man kann den Boost-Modus aktivieren. Da komme ich ein bisschen später dazu. Der Motor leistet ein maximales Drehmoment von 105 Newtonmeter oder kurzzeitig ungefähr 30 Sekunden im Boost-Modus bis zu 120 Newtonmeter, Spitzenleistung über 1000 Watt. Das ist absolut beeindruckend und es schafft kein anderer Motor aktuell im Fahrradsektor. Ja. Wie gesagt, zu meiner Historie, ich habe schon viele Motorsysteme das allererste Mal in der Hand gehabt, das allererste Mal angeschaltet. Ich habe auch schon viele Bikes das erste Mal in der Hand gehabt und angeschaltet. DJI Avionox ist Next Level. Ja, wir haben hier mit an Bord GPS-Tracking, wir haben sogar einen kleinen Alarm. Ich habe das Rad ausgepackt, ich habe es angeschaltet, dann kommt erstmal auf dem Display ein QR-Code. Hallo lieber User, scan mich mal und log dich ein, registriere dich. Okay, macht man, dann hat man die Avionox-App auf dem Handy, loggt sich ein bzw. registriert sich und irgendwann in diesem Prozess vergibt man auch einen vierstelligen Code. Einfach so mal eingegeben, tralala, dann habe ich das Rad, dann war das Rad an. Dann bin ich direkt ins Menü gegangen, habe halt direkt gefunden, wo ich rechts die Remote-Einheit belegen kann, wie ich sie möchte. Also man kann sagen, ob der Boost-Button, nenne ich ihn jetzt mal, so funktioniert, einmal drücken, 30 Sekunden Boost oder so lange gedrückt halten, wie man Boost möchte. Ich habe einmal drücken, 30 Sekunden Boost eingeschaltet. Und das war alles super intuitiv. Das geht einfach so zack, zack, zack weg. Dann habe ich das Rad auf Seite gestellt, habe irgendwas anderes gemacht. Kurz danach nehme ich es wieder. Es ist natürlich in Ruhezustand gegangen, beziehungsweise aus, wie es sich gehört. Und mit einmal geht ein schrilles Piepen los. Und ich denke mir, was ist denn nun kaputt? Es piept, es wird so ein Zahlenfeld angezeigt. Ich denke mir, ah, du hast so einen vierstelligen Code vergeben. Ja klar, Code eingegeben, alles cool. Und dann war das Rad halt fahrbereit. Das bedeutet, wir haben das einfach an Bord. Bei manch anderen Motorhersteller fühlt es sich ein bisschen so an wie, hey Leute, wir haben 3 coole Features und die sind genau richtig für euch, wie wir sie uns erdacht haben. Bei DJI fühlt es sich eher so an, Leute, passt auf, wir haben 5 geile Features für euch. Ihr könnt die nutzen, wie ihr Bock drauf habt, könnt es miteinander kombinieren, könnt individualisieren. Einfach wie ihr es wollt und irgendwie fühlt sich das besser an. Findet ihr nicht auch? Das Motorsystem selber, also die Modi, kann man natürlich in der App umfangreich einstellen. Also ich kann sagen, wie viel soll es mich shutteln? Wie lang soll es nachschieben? Leute, andere haben da Nachschieben irgendwie quasi neu erfunden und sind der Meinung, hey, das schiebt so und so lang nach und das reicht für euch. Bei DJI kann ich es einstellen. Wie lang soll es denn nachschieben? Brauche ich überhaupt nachschieben? Der eine sagt sich, im Trail-Modus brauche ich Nachschieben gar nicht. Im Boost-Modus will ich es aber haben oder im Turbo-Modus will ich es haben. Und dann kann ich eben die Länge noch einstellen. Und das finde ich persönlich wirklich Next Level, weil ich sagen kann, wie ich mein Motorsystem nutzen will. Und keiner außer jeder selbst weiß, wie man es nutzen will. Das ist ja Fakt.
Bevor ich zum Test komme, nochmal die Fakten vom DJI Avionox Motorsystem. Wir haben einen 800er oder einen 600er Akku. Wir haben GAN Schnellladung. Das bedeutet, wir können von 0 bis 75% in ungefähr 1,5 Stunden laden, was halt super, super, super extrem schnell ist. Wir haben einen Motor, der 2,5 Kilo leicht ist. Wir haben das maximale Drehmoment 105 Newtonmeter. Beziehungsweise 850 Watt Spitzenleistung oder eben 30 Sekunden im Boost-Modus, 120 Newtonmeter und über 1000 Watt Spitzenleistung. Das ist schlichtweg der Hammer. So, genug der Theorie, jetzt geht's zum Test. Wie fährt sich das DJI Avionox Motorsystem hier im M-Flow Bike? Schlichtweg genial. Der Motor schiebt mit richtig, richtig viel Power. Ich kann den aber trotzdem super gut modulieren. Also das ist nicht so, dass der einfach nur so losschiebt, so und ich kann nichts mehr machen, sondern der schiebt einfach so kraftvoll ohne Ende und ich habe trotzdem eine perfekte Modulation. Die Sensorik ist beeindruckend, der klebt extrem am Pedal. Da gibt es kein Ruckeln, kein Zuckeln, das ist einfach total geschmeidig, total rund. Dazu kann ich das alles individualisieren. Ich kann einstellen, wie viel Leistung will ich denn wann haben, was ich persönlich echt gut finde und einfach auch sinnvoll finde. Geräuschtechnisch ist der Motor auf einem absoluten Oberlevel. Ich würde sagen, im Boost-Modus mit einer hohen Frequenz bin ich vielleicht da, wo Bosch CX ist. So kann man es vielleicht vergleichen. Tendenziell aber eher ein bisschen leiser sogar. Und wenn ich dann runterschalte mit der Leistung, dann ist eigentlich das Abrollgeräusch der Reifen oder wenn das Fahrwerk arbeitet oder so, auf jeden Fall lauter als der Motor. Er hat so ein leises Surren, hätte ich gesagt. Aber es ist sehr angenehm. Es ist gar kein lautes Geräusch irgendwie. Dann haben wir hier natürlich GPS-Tracking. Das heißt, ich kann auf meinem Handy gucken, wo ist mein Rad. Das ist spätestens dann sinnvoll, wenn das Rad mal weg ist. Finde ich persönlich echt gut. Wir haben die Alarmfunktion mit dabei. Wenn ich das Rad mal schnell an der Eisziele abstelle oder am Trail irgendwie oder Mittagspause mache, dann ist es einfach so ein bisschen gesichert jedenfalls. Apropos Mittagspause, Schnellladen ist halt wirklich ein Thema. Das Ladegerät ist nicht groß. Ich hätte gesagt, es ist vielleicht sogar kleiner als von Bosch oder Shimano und lädt aber viel, 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 viel schneller. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, 0 bis 75% ungefähr in 1,5 Stunden. Das ist wirklich brutal schnell. Da kann man in der Mittagspause echt hier den 800er Akku wahrscheinlich fast wieder vollladen. Das ist stark. Es gibt auch immer wieder Leute, die fragen mich, wie fährt sich denn so ein Motorsystem über 25? Sprich dann, wenn der Motor nicht mehr unterstützt. Bei DJI ist es sehr angenehm. Das Aussegeln funktioniert super. Also Aussegeln bedeutet, ab 25, wenn der Motor nicht mehr so unterstützt, dass es eben nicht so abrupt aus ist, sondern so vor sich hin ausschleicht, so vielleicht bis 26, so ab 24 irgendwie ausschleicht, ist total angenehm. Und man kann das Rad ohne Probleme, ohne Motorunterstützung pedalieren. Das funktioniert sehr, sehr gut mit dem Motorsystem. Also mir persönlich gefällt es richtig gut. Ich würde sagen, dann komme ich auch schon zum Fazit, weil die Frage ist, für mich so ein bisschen ist das DJI Avionox Motorsystem der Sechser im Lotto. Ich sag mal, monetär nicht, aber rein von dem Ganzen, was man bekommt, auf jeden Fall. Für mich stellt das DJI Avionox Motorsystem aktuell komplett Benchmark dar. Ich finde es gut, dass namhafte Motorhersteller, die schon lange dabei sind, die vielleicht auch als Platzhirsch gelten, jetzt getrieben sind. Von den Innovationen, die hier kommen, von der Leistung, die hier kommt, von der Geräuschentwicklung, die man eben nicht hat. Und das ganze System ist wirklich für mich persönlich ein Sechser im Lotto. Ich wünsche mir ganz, 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 ganz viele Bikehersteller, die damit ihre potenten E-Mountainbikes bauen. Das war's zum DJI Avionox Motorsystem. Wenn ihr irgendwie Fragen dazu habt, dann postet es in die Kommentare. Wir werden das Ganze versuchen zu beantworten. Am Ende sage ich immer, bleibt elektrisch und ich würde sagen, bleibt elektrisch.